Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst uns heute über die Entwicklung unserer Babys, kann man nicht sagen, unserer Engelchenkinder sprechen mit 24 Monaten, mit 2 Jahren. Mein Kleiner ist gerade 2 geworden, ihr wisst es, und damit jetzt endgültig kein Baby mehr. Ist er zwar schon nach dem ersten Geburtstag eigentlich nicht mehr gewesen, aber jetzt muss ich mich wirklich daran gewöhnen, ihn Kind zu nennen und nicht Baby zu nennen. Mal schauen, inwiefern mir das gelingt. Ja, und eigentlich, ihr wisst es, ebenso mag ich diese Entwicklungsvideos nicht. Also ich habe ja ganz bewusst nicht jeden Monat ein Babys Entwicklungsvideo gemacht, sondern habe mich da so beschränkt auf Babys Entwicklung mit 6 Monaten, mit 9 Monaten, mit 1 Jahr. Und jetzt machen wir eins um den 2. Geburtstag herum, Kindesentwicklung. Ich mag diese Videos deshalb nicht, weil jedes Baby ein anderes Tempo hat. Und dieses, was ein Baby wann können muss, bezieht sich wirklich auf den Durchschnitt. Und manche Kinder sind einfach mit einigen Sachen schneller, dafür mit anderen langsamer. Fakt ist, sie entwickeln sich alle weiter. Nur nicht jeden Fortschritt kann man messen und sehen. Und deswegen auch dieses Video jetzt. Ich werde den Durchschnitt benennen. Aber bitte, es gibt die U-Untersuchung, die macht der Kinderarzt. Sollte etwas auffällig sein, fällt das beim Kinderarzt in den U-Untersuchungen auf. Das heißt, wenn sich jetzt jemand in der Statistik hier nicht wiederfindet, keine Panik bekommen, der Arzt hätte etwas bemerkt, beziehungsweise sich einfach seine Bedenken merken und bei der nächsten U-Untersuchung mit dem Arzt besprechen. Es war ja nun gerade die U7 stand ja an, die wird ja, ich glaube, bis 24., 23. Lebensmonat gemacht. Und da wurde ja ganz speziell die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes angeschaut. Von daher, ja, fangen wir mit der Motorik an. Motorik, Kind kann laufen, kann rückwärts laufen, kann sich auf Zehenspitzen stellen, kann sich natürlich bücken, kann Gegenstände hin und her tragen, kann, er versucht auch schon zu hüpfen, kann Bälle fangen, noch nicht, also die wenigsten können in dem Alter schon Bälle fangen, aber kann sie werfen. Das heißt nicht, dass der Ball dann weit fliegt, sondern einfach diese Wurfbewegung machen. Kann auch schon gezielt wogegen kicken, was auch nicht bedeutet, dass der Ball dann wegfliegt von dem Kick. Also da ist kein Druck hinter groß, aber er kann schon den Ball kicken. Und habe ich gerade Treppensteigen gesagt? Wenn nicht, dann wiederhole ich das jetzt. An dieser Stelle ist nämlich ein wichtiger Punkt, denn Kinder sind dazu in der Lage, in dem Alter Treppen zu steigen. Aber es gibt immer wieder Kinder, die mit Treppen nicht in Verbindung kommen. Sei es in der Wohnung gibt es ja nicht immer Treppen. In Einkaufszentren werden Rolltreppen benutzt. Und vielleicht wohnt die Familie ebenerdig bzw. wohnt in einem Hochhaus und benutzt den Fahrstuhl. Für Kinder ist Treppensteigen aber ganz, ganz wichtig. Und es ist auch später ein Merkmal bei der Einschulung. Gut, da sind wir jetzt viele Jahre von entfernt. Aber tatsächlich habe ich, als eins meiner Kinder eingeschult wurde, mich länger mit dem Pädagogen, der diese Einschulungsuntersuchung macht, oder Kinderarzt, ich glaube, das sind 2 verschiedene Menschen, die diese Untersuchung machen, unterhalten. Und er hat mir erzählt, dass die Tendenz wirklich dahin geht, dass erschreckend viele Kinder nicht Treppensteigen gelernt haben. Treppensteigen gehört aber jetzt wirklich zur Entwicklung dazu. Und wenn du jetzt gerade merkst, Mensch, mein Kind hat mit Treppen gar nichts zu tun, weil es begegnet Treppen nicht, dann vielleicht sich einfach mal einen Ort suchen, wo eine kleine Treppe ist, dass das Kind das wirklich machen und üben kann. Das ist, ja, passt jetzt gut rein, so als kleine Erinnerung. Sprachentwicklung. In dem Alter, natürlich geht die Lücke ganz weit auseinander. Man sagt, zwischen 50 und 150 Worten können Wörter, Hilfe, können Kinder in dem Alter sprechen, wobei ab jetzt, es geht rapide, es kommen jeden Tag Worte dazu, beziehungsweise dadurch, dass Kinder in dem Alter ja schon alles verstehen, natürlich jetzt keine Ironie oder keine Phrasen, aber alles an Worten und Anweisungen, an ohne doppelten Boden gedachten Sätzen verstehen Kinder alles in dem Alter und deswegen kommt natürlich auch jeden Tag ein neues Wort hinzu, beziehungsweise bevor das
Kind braucht ja auch eine Möglichkeit, das Wort anzuwenden. Also man weiß oft gar nicht, wie viele Worte die Kinder schon können. Also sie haben jetzt 10-mal das Wort Giraffe gehört, weil man es im Buch vorgelesen hat und wären schon in der Lage, Giraffe zu sagen. Aber erst wenn man dann im Zoo ist, merkt man, oh, das Kind kann schon Giraffe sagen. Von daher ist der Wortschatz meist viel, viel größer, als man als Mutter so denkt und bemerkt. Sie fangen auch an, also 2 Wortsätze waren schon in den letzten Monaten und jetzt geht es langsam los mit den 3 Wortsätzen. Also, ja, langsam, was könnten so Beispiele sein? Also mein Kleiner sagt dann oft, Suppe, Gessen, Kita oder Suppe, Melone, Gessen und dann Pause, 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 Kita. Also er überlegt, er macht, er will. Nicht unterbrechen, nicht reinreden, also fragen. Also man kann sein Kind jetzt gut ermutigen, immer Fragen zu stellen und dann zu warten, dass die Antwort kommt, weil das rattert richtig. Da sind teilweise 10, 20 Sekunden und man sieht richtig, das Mundchen strengt sich an und will ein Wort ausspucken und dann kommt es schließlich. Und das ist so ein schönes Erfolgserlebnis für ein Kind. Es sind auch jetzt viele Worte dabei, weil es der nächste Schritt, das Kind erkennt sich selber. Also das hat ja ganz lange gedauert, bis ein Kind begriffen hat, dass es ich ist, dass es eine eigenständige Person ist, kommt ja auf die Welt, denkt, es wäre die Mutter oder wäre Teil der Mutter. Und dann gibt es ja diesen schönen Spiegeltest, wo man dem Kind einen roten Punkt oder einen weißen Cremepunkt auf die Nase macht und es vor den Spiegel stellt. Und das Kind gar nicht, also es erkennt zwar, da steht jemand und da hat jemand was Komisches auf der Nase, aber würde nicht auf die Idee kommen, das bei sich wegzuwischen. Und jetzt mit dem 2. Geburtstag ist es dann tatsächlich soweit, Kind sieht was im Spiegel, also manche noch viel früher, aber jetzt ist es dann bei weitestgehend allen soweit, Kind sieht das Wesen im Spiegel mit dem Fleck auf der Nase, erkennt sich selber und wischt das ganz selbstverständlich bei sich selber weg. Und dann merkt man auch im Wortschatz dieses sich abgrenzen, das ist ganz viel, ist meins und ich, ja, und dann geht auch einher damit, dass während so ein kleineres Kind ja auch alles sich, ich sag mal, wegnehmen lässt, teilen lässt, gar nicht so in Frage stellt, man nimmt was weg und es ist, stößt nicht auf Widerstände. Und jetzt geht da auf einmal dieses, das ist meins, wobei das ist meins wird in der Regel nicht gesagt, sondern meins, haben, ich haben, dieser Anspruch, ja, der auch einhergeht damit, dass es einfach sich erkennt und sich selbst wahrnimmt und etwas haben möchte und da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man irgendwie ein egoistisches Einzelkind heranzieht. Nein, das ist super, ganz toll, Entwicklung fördern, einfach bestätigen, es sei denn, es hat natürlich etwas, was man wegnehmen möchte, dann natürlich wegnehmen. Ja, viel weiter mit dem Kind sprechen und es immer weiter bestärken und auch Lieder sind wunderbar in dem Alter, in jedem Alter, aber jetzt in dem Alter, wenn die ein Lied oft genug gehört haben, dann warten die teilweise auf die Stellen, wo sie 1-2 Worte mitsingen können. Ja? Also backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, kann er dann noch nicht sagen. Und dann kommt wieder, wer will guten Kuchen? Backen, da sagt er manchmal am Schluss backen mit, weil er das Wort dann kann. Aber dann muss er es auch schon 3-mal gehört haben an dem Moment. Also ja, die üben fleißig, ganz geduldig mitmachen und einfach mit Freude erleben, wie die sich entwickeln. Es ist wunderschön. Übrigens, lispeln, undeutlich sprechen, das ist alles überhaupt kein Problem. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, es gibt, weiß nicht, ob es überhaupt ein Kind gibt, das in dem Alter nicht lispelt oder alles perfekt deutlich spricht. Auch falsch ausgesprochene Sachen. Da habe ich mir ganz früh angewöhnt, das einfach zuckersüß zu finden und nicht gegenzugehen, nicht zu kritisieren, nicht zu korrigieren. Ja, das merken die schon im Laufe der nächsten Jahre von alleine. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich ein Beispiel weiß, was sagt er denn immer? Er sagt nicht Melone, er sagt Malone. Und da würde ich jetzt nicht dazwischen gehen und sagen, nein, das heißt Melone. Also einfach lassen. Die korrigieren sich von selber im Laufe der nächsten Monate und bekommen das alleine hin, statt kritisiert zu werden, was dann ja auch entmutigend wirken kann. Und dann so der 3. Bereich, das sind so die Sinne, die geistige Entwicklung, die Kommunikation, die Wahrnehmung der Umwelt. Und da finde ich, hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Wochen. Um den 2. Geburtstag herum sind Kinder einfach, sie fangen langsam an, mit anderen zu spielen.
Sie fangen an, Rollenspiele einzunehmen, am liebsten natürlich noch mit den Bezugspersonen und nicht mit anderen Kindern. Das kommt dann langsam. Aber so dieses sich vorstellen, als ob, da geht ganz viel Fantasiefähigkeit einher. Zum Beispiel ein Stück Holz nehmen und sagen, Eis. Und das dann auch ablecken und sich vorstellen, das wäre jetzt eine, oder was anderes wäre eine Pizza und, oder sich auf ein Plastikauto setzen und so tun, als würde man Auto fahren und zu hupen und dann auch rufen. Also mein Kleiner liebt es. Ich glaube, man sieht es im Hintergrund, dieses große Spielzeuggefährt mit Rutsche hinten dran, was wir während der Corona-Zeit besorgt haben, weil ich irgendwie dachte, ich muss ja die Kinder hier im Haus beschäftigen. Und da liebt er es, sich reinzusetzen und einfach zu rufen, weg da! Also da ist ja keiner, als wäre er der Autofahrer und zu hupen. Ja, das ist natürlich ganz große Leistung von der Fantasiefähigkeit, sich da hineinzuversetzen. Er fängt auch an, mit anderen zu streiten, sich durchzusetzen. Also dieses soziale Verhalten geht ja oft auch, also soziales Miteinander geht ja auch oft diesen Weg, etwas unsozial zu sein. Ich würde da nicht weiter eingreifen, es sei denn, er fängt jetzt an, anderen weh zu tun oder so. Das geht natürlich nicht. Ansonsten sich mal was wegnehmen untereinander. Das gehört alles mit zur Phase. Ihm wird auch auf dem Spielplatz mal etwas weggenommen. Und ich bin jetzt nicht die Mutter, die sagt, Recht des Stärkeren, auf keinen Fall. Aber so kleine Rangeleien, so werden Kinder nun mal groß. Ja? Das gehört dazu. Schön ist auch, wie ich merke, dass der Kleine versucht, in das System hier reinzupassen. Er möchte alles richtig machen. Er liebt Regeln, Strukturen. Er liebt, ich sag mal, Verbote klingt merkwürdig, aber er liebt es, wenn er an meinen heißen Tee nicht ran darf. Dann macht er die Hand und sagt, heiß, heiß, nein, heiß. Also das ist genau, er weiß, er darf das nicht. Er liebt es, dass er weiß, dass er das nicht darf. Und gibt sich ganz viel Mühe, das alles richtig zu machen. Und wenn ihm das nicht gelingt, also wenn er etwas tut, was er nicht tun soll, und ich das bemerke, dann bemerke ich Schuldgefühle bei ihm. Also er fängt dann auch an zu weinen, ganz, ganz, ganz süß, ja. Oder wenn er etwas tut, was jemandem wehtut. Also vor kurzem ist er auf die Schwester draufgetreten. Also die hat eine kleine Verletzung am Fuß, er ist draufgetreten und sie hat richtig Au gerufen und es war eine Situation, das tat ihr weh, er hat es nicht mit Absicht gemacht, er hat sofort angefangen zu weinen. Also er hat sich reinversetzt in sie und hat ja Schuldgefühle gehabt, das war ganz, ganz entzückend zu sehen und dann haben ihn natürlich alle getröstet, es war auch keine Absicht. Ja. Ja, und er liebt es, wenn er vorausschauend schon weiß, was passiert. Also er liebt es, wenn wir nach dem Abendessen, wenn ich ihn aus dem Sitz hebe und er sagt Bad. Weil er weiß, jetzt kommt das Bad. Er genießt die Situation, dass er weiß, was auf ihn zukommt. Und das muss man ja auch verstehen. Mond, sein ganzes Leben, bis vor wenigen Wochen, war er immer nur im Hier und Jetzt und wusste nicht, was als nächstes passieren wird. Ein Baby weiß nicht, wann passiert was. Ein Baby akzeptiert. Es wird hingelegt, es wird hochgenommen, es wird gefüttert, es wird rumgetragen, es wird in Urlaub gefahren, es wird das gemacht. Hat ein Baby, weder kann es mitdenken, noch kann es irgendwelchen Einfluss nehmen, natürlich nicht, kann auch er nicht, aber er weiß zumindest, was auf ihn zukommt und er hat richtig Freude daran, die Strukturen zu erkennen. Vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs da rein, dass es einfach für Kinder schön ist, in einer Struktur groß zu werden. Die muss natürlich nicht in Stein gemeißelt sein und es muss nicht jeden Tag dieselbe, alles immer auf die Minute sein, aber dennoch bemerke ich bei meinen Kindern, dass sie es schätzen, wenn etwas nach einem regelmäßigen Ablauf erfolgt. Ebenso dieses, es hätte vielleicht zum körperlichen Motorik gehört, aber ich packe das jetzt noch schnell dazu, einfach der Vollständigkeit halber, dieses kleine, feine sich mit Gegenständen beschäftigen. Manche ist es Puzzeln, manche ist es Perlchen, manche sind es Legosteine. Nicht, dass die schon gesteckt werden können, großartig, aber so dieses mit den Fingern kleine Gegenstände hochheben, Flaschen auf, zudrehen. Das machen sie teilweise 20 Mal am Stück. Und ihr Lieben, lasst sie machen, weil sie üben. Sie üben, üben, üben. Sie müssen nicht ans Ziel kommen. Das Ziel muss nicht sein, die Flasche zuzubekommen. Das Ziel muss sein, das Kind darf so oft es möchte die Flasche auf und zu machen, bis es eines Tages gelernt hat, weil die Lernzeit dafür ist nämlich genau jetzt. Ihr Lieben, das war es auch schon einmal, die Entwicklung unserer Engelchen mit 24 Monaten
Kurz zusammengefasst. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Buch geschrieben, welches am 1.10., also in 3 Wochen rauskommt. Einen Schwangerschaftsratgeber, in dem ich alle Tipps und Tricks aus diesem Kanal, aus ca. 100 Videos zum Thema Schwangerschaft zusammengefasst habe. Alles, was du wissen musst, wie geht es dir in welcher Woche, was macht dein Körper durch, was macht dein Baby durch, wie entwickelt sich dein Baby, was brauchst du wann wie, wo musst du dich wie anmelden, welche Vorsorgeuntersuchung gibt es, was musst du wissen. Das einmal kompakt zusammengefasst und das Buch kann jetzt vorbestellt werden. Ich verlinke es euch einmal unter dem Video. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Nicht vergessen, du bist die beste Mama für dein Baby und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Nein, für dein Kind. Du bist die beste Mama für dein Kind. Wann werde ich es lernen? Wann werde ich es lernen?